Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir haben wieder unseren letzten Gast bei uns. Moinsen. Ja, moin. Hab jetzt einfach mal gesagt, ja, kannst du mal mitkommen, weil sowieso gerade nicht so interessant, was hier passiert ist im letzten Part. Außer, dass wir als Frau bezeichnet worden sind, aber was soll's. Woher kommt das wohl? Keine Ahnung. Wir haben ein Bart. Der Major hat auch ein Bart. Ja, trotzdem. Okay, Quartiermeister Myers. Was wollen Sie? Der hat auch ein Bart. Ja, Major Polortoli hat mich geschickt, um Sie zu unterstützen. Wir erledigen also Rotgänge für den Major. Naja, uns fehlen hier außer Vorräten auch Leute. Also nehmen wir jede Hilfe an, die wir kriegen können. Okay, wie kann ich Ihnen bei Ihrem Versorgungsproblem behilflich sein? Der Major erlaubte, dass ich Soldaten Vorräte holen schickte. Aber sie kehrten leider nie zurück. Da gab es unterwegs wohl Ärger. Sie können helfen, indem Sie die Soldaten finden und sie dabei unterstützen, die Vorräte hierher zu bringen. Okay, haben Sie irgendeine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen? Ich habe Sie zu Helios One geschickt, um zu fragen, ob Sie Vorräte für uns haben. Sie müssen irgendwo zwischen dort und hier sein. Ich würde die Hauptstraße absuchen oder die Leute bei Helios One fragen, ob sie etwas wissen. Okay, das klingt ziemlich gefährlich. Natürlich ist das gefährlich. Die verdammten Überfallkommandos der Legion machen uns die Hölle heiß, seit sie Nelson eingenommen haben. Verdammt. Wahrscheinlich wurden meine Leute von so einem Kommando überfallen. Aber wir brauchen diese Vorräte wirklich dringend. Okay, auf Wiedersehen. Dann glupschen wir einfach mal hier dazwischen durch. Du musst nicht unbedingt nach Helios One laufen, den ganzen Weg. Echt? Wieso nicht? Weil die Vorräte woanders rumliegen. Die liegen, glaube ich, auf dem Weg dahin. Irgendwo ja, so. Das habe ich ja gesagt. Der hat gesagt, wir sollen den Weg abklappern. Ja, aber du kannst natürlich auch nach Helios One gehen. Ich habe den Ort aber noch nicht entdeckt. Ja, ich mag Helios One auch nicht. Ich auch nicht. Da ist ein Irrer mit der Sonnenbrille. Guten Morgen. Ich mag irre Leute. Mit Sonnenbrille? Okay, mit Sonnenbrille nicht. Ach ja, wenn du die Vorräte findest, würde dich ganz überraschend jemand angreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut für dich ist. Boah, wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Das da hinten ist Helios One, oder? Jo, das große Ding da. Das Ding große da. Ding da? Das hab immer noch ich. Nee, aber das läuft. Okay. Es müsste hier irgendwo in der Umgebung liegen. Irgendwo ist so eine Kiste. Eine Kiste. Und ein paar Tote. Und ein paar Tote. Die Toten werde ich bestimmt finden. Tote sind immer gut. Ja, genau. Vor allem, wenn es RNK-Leute sind. So, da hinten kann ich schon New Vegas sehen. Den Turm. Lucky 38. Genau. Genau. Hey, da ist die Tankstelle. Und Black Mountain. Ach, das da vorne ist Black Mountain. Diese große Satellitenschüssel, ja. Boah, woher das alles weißt. Ich hab das viel zu lang gespielt. Oh, da vorne ist jemand. Dieser Idiotenhügel. Tankstelle Eldorado. Was bist denn du für einer? Prospector? Töte ihn. Okay, was war das? Dreckig. Der hat gesagt, irgendwas von dreckig. Hat er irgendwas gesagt. Und dann habe ich ihn über den Haufen geschossen. Ich habe nur eine Explosion aus... Naja... Eine Explosion aus Blut gesehen. geh mal die Straße weiter entlang. Ich möchte erstmal hier reingehen. Na gut, okay, aber danach. Weil da ist nämlich was ganz Cooles, was du dir unbedingt holen wolltest. Wollte? Mhm. Ich hab dich mal drauf hingewiesen und du wolltest dir holen. Okay. Ich sag nur eins: Mysteriös. Mysteriös hört sich toll an. Ah, wir haben wieder einen Sternkronkorken gefunden. Gut, Karawanenschrotflinte reparieren. Schrotflinten sind immer gut. Genau. Jo. Kronkorken, Kronkorken, Kronkorken. Was ist hier drinne? Nehmen wir alles mit. Merkung. Munition. Munition. Red Away. Was macht das in dem Sack? Keine Ahnung. Red X. Okay, jetzt habe ich Hefe mitgenommen. Warum brauchst du Hefe? Keine Ahnung. Hefebomben. Du hast gesagt, die Straße hier entlang gehen, ne? Ja. Da hinten müsste dann bald so ein Schild kommen. Nicht das Schild, das andere.
was bald kommt. Ich sehe ein Schild. Nein! Davon NCR ist Sirius Brown. 95. Mhm, genau. Was ist mit dem Schild? Ja, einfach weitergehen. Okay. Bitte ignorieren Sie das Schild und führen Sie Ihren Kurs fort. Gleich müsste vor Ihnen ein Schild nachruckeln. Da vorne ist ein Feuer. Ja, da bist du richtig. Eigentlich müsste da ein Schild sein. Da. Ich hab's gewusst. Boah, wo weißt denn das? Ah, da sitzt einer. Weil ich die Straße viel zu genau kenne, mein Lieber. Viel zu genau. Da sitzt einer. Der hat eine Gitarre. Ach. Der einsame Fremde. Howdy, Partner. Okay. Wie lautet Ihre Geschichte, Fremder? Das würde eine Weile dauern und so interessant ist die Geschichte auch nicht. Trotzdem bin ich interessiert. Nun, ich wurde in einer kleinen Stadt geboren, drüben in Montana. Meine Ma und ich hatten es schwer, weil mein Pa uns verlassen hat. Ihr Vater hat den Stich gelassen? Ja, das hat er. Ich habe nie rausgefunden, warum. Ma hat immer gesagt, er sei ein mysteriöser Typ gewesen, selbst für sie. Fast wie ein Fremder. Okay. Klingt, als ob Sie ihn vermissen. Sind Sie deshalb hier draußen und ziehen umher? Wegen ihm? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht habe ich mich bei meiner Ma auch nie richtig zu Hause gefühlt. Es muss schwer gewesen sein, ohne Vater aufzuwachsen. Leicht war es nicht. Ma hat sich die Finger wund gearbeitet, um uns beide durchzubringen. Und ich habe mit 15 in der Kohlemine angefangen. Als Ma gestorben war, wollte ich meinen Pa finden, um ein paar Antworten von ihm zu bekommen. Seither bin ich auf der Suche. Okay, und was werden Sie tun, ihn zu finden? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das selbst nicht so genau. Vielleicht frage ich ihn nur nach dem Warum. Vielleicht gebe ich ihm auch was auf die Zähne. Mann, je mehr ich darüber rede, desto mehr hört sich die ganze Sache nach einer Schnapsidee an. Okay, klingt, als ob Sie sich davon lösen wollten. Vielleicht ein paar Wurzeln schlagen. Jup, er ist wahrscheinlich sowieso tot. Sie sollten sich ein eigenes Leben aufbauen. Ja. Ja, du hast... Was soll ich nehmen? Nimm einfach irgendwas. Der ist dir nie feindlich gesinnt. Sie kennen nicht zufällig einen Ort, wo ein Mann mit einer Gitarre einen Job finden kann, oder? Tut mir leid, da fällt mir leider nichts ein. Du kannst ihm dann später auch einen Job vermitteln. Echt? Sie haben eine mächtig schicke Gitarre. Das alte Ding? Vielen Dank. Die Gitarre ist so ziemlich das Einzige, was ich von meinem Daddy noch habe. Okay, auf Wiedersehen. Ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, um an das Ding zu kommen, wovon ich dir erzählt habe. Entweder du tötest ihn, was auch nicht so tragisch wäre, oder du, oder machst die Quest. Kann ich nicht Taschendiebstahl machen? Keine Ahnung, versuch's einfach mal. Nee, dann krieg ich nur die Munition. Bring ihn um. Ich möchte ihn aber nicht umbringen. Ach, wieso denn nicht? Keine Ahnung, weil der Kerl mir irgendwie sympathisch ist. Ich bin ein Gewissen, töte ihn. Okay. Nein, ich will ihn nicht töten, denn ich mag den irgendwie. Dann lass ihn. Okay. Du kriegst die Wumme so oder so. Hey, da vorne liegt ein Bremen. Und ein Ameis. Das sind sogar Feuerameisen. Echt? Mhm, Scheiße. Nicht Feuerameisen. Oh. Doch, die gibt's auch noch. Die erinnern mich jetzt gerade an Graydage in Fallout 3. Ach, das waren noch Zeiten. Ja. Da waren 1000 Kronkorken noch eine Menge. Mhm. Hier ist das ein Taschengeld. Das ist ja mal nett hier. Ui. Nice, zerfleischt. Das mache ich auch andauernd. Jeden Morgen. Ein Mann zerfleischen? Ja, auch. Geh nicht nach Helios One. Wollte ja nicht hin. Ich würde wieder zurückgehen nach Camp Fallen Hope. Da auf dem Weg lag es irgendwo, du hast irgendwie übersehen. Okay. Bei denselben Kratern, wo du eben auch durchgelaufen bist, um zur Tankstelle zu kommen. Da muss irgendwo die Leichen liegen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Okay, was frage ich überhaupt? Du bist dir sicher? Ich bin mir immer sicher. Okay, du bist dir sicher. Außer beim Essen, da bin ich mir nie sicher. Okay. Gut, dann schauen wir mal hier so durch.
Ich sehe nichts. Du musst aber weiter gucken. Das ist hier irgendwo. Ich glaube da. Such einfach mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht so ganz genau. Na toll. Und durch die Ruckler wird's auch nicht ganz so gut. Ja, das liegt an Skype. Verflucht seist du, Skype. Jetzt wirst du aus dem Gespräch gekickt, das haben wir gehört. Der Admin hat mich erwischt. Game Master. Ah, ja. Ah, da! Skype. Gefunden. Siehste. Da, RNK-Soldat, Soldatenhelm. Erkennungsmarke, Fallen Hope Brief. Und du, Erkennungsmarke, Brief 8. Kiste, da, Camp Fallen Hope Versorgungskiste. Ja, hast es. Und gleich bist du ganz überraschend angegriffen. Stimmt. Wow. Nein, Legion? Ja. Nein, ich möchte ihn nicht bekämpfen, ich hau ab. Du kannst aber, glaube ich, umbringen, ohne schlechtes KB zu kriegen. Ich weiß aber nicht ganz genau. Renn am besten ich weiß jetzt, was ich probiere. Lass die einen Kase um sich kümmern. Ja, genau. Ich renne jetzt einfach ins Lager. Oder du kannst einfach mal versuchen, so aus Spaßeshalber sie mal umzubringen. Mal sehen, ob das bei der Legion irgendeinen Karma-Abzug gibt. Okay, ich kann es versuchen. Ich bin runtergefallen. Das sah gerade aus, als ob du in den Fahrstuhl gefahren wärst. Ja, sowas kann ich auch. Die halten aber ganz schön viel aus. Deswegen ist das mir die schon auch nicht so leicht, sich gegen die zu stellen. Geh am besten zum Camp. Ja, die machen das schon. Ja. Stimpak, Sunset Desperella. Na los! Du solltest mal mehr Sunset Desperellas trinken. Wieso? Da sind auch manchmal Sternkronkorken drin. Echt? Ja. Stimmt. Die müssen ja irgendwo herkommen. Die müssen ja auch irgendwo herkommen, oder? Ja, stimmt. Jetzt verfolgt mich noch einer. Der Rest wird auch noch irgendwo sein, aber mal sehen. Sunset Desperella hat nachgelassen. Ich find's irgendwie schon unlogisch. Die werben damit, dass es ein Durstlöscher ist, aber irgendwie, keine Ahnung. Macht's durstiger, habe ich in dem Ding gelesen. Ha. So wie Nuka-Cola. Genau. Macht sie fertig! Erschießt ihn! Ich bin viel zu schön, um meinen Mund dafür zu verschwenden. So. Du bist viel zu viel Frau, um zu sterben. Ja, genau. Ich habe imaginäre Titten. Genau. So. Jetzt haben wir die Vorräte. Finde ich sozial, dass du das so weißt. Da. Wenn sie Vorräte suchen, können wir das abkürzen. Es gibt keine. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie... Du kannst ihm auch Sachen verkaufen. Okay, ich habe die Vorräte gefunden, die sie gesucht haben. Ich vermute, dass meine Männer tot waren. Ein hoher Preis. Aber diese Vorräte werden hier ein paar Leben retten. Danke für Ihre Bemühungen. Schauen Sie doch mal bei Major vorbei. Das sollte ihn interessieren. Okay. Wo rennt denn der jetzt hin? Hat man gerade das Knarzen bei mir gehört? Welches Knarzen? Das ist gut. Ah, ihr Dehydration hat zugenommen, aber ich bin jetzt zu voll, um was zu trinken aus meiner Objektzeugs da. Weil wir hier auch Wasser haben. Weg. Zweimal trinken reicht, dann bist du gesättigt. Echt? Ja. Hast keinen Durst mehr. Gott hat gesprochen, oder wie? Nein. Sucht, die hat gesprochen. Wie Vorsicht? Die haben gerade Vorsicht geschrien. Vielleicht kommen die gerade. Vielleicht wollen was die gerade hier reinkommen und dich töten. Okay. Ich habe Quartiermeister Miles Caulfield ein paar Vorräte zu besorgen. Schon gehört. Die zusätzlichen Vorräte werden kurze Zeit helfen, aber das löst nur eines unserer Probleme. Durch die Überfälle der Legion in letzter Zeit gehen uns die einsatzfähigen Soldaten aus. Ein paar sind verletzt, mehr sind tot. Sprechen Sie bitte mit Dr. Richards und fragen Sie ihn, ob er Hilfe dabei braucht, unsere Truppen wieder an die Front zu bekommen. Okay. Jetzt kann sie mal helfen, diese Soldaten zu heilen. Okay. Also ich bin immer noch auf Vorsicht. Also entweder sind die Legion-Soldaten näher als du denkst oder sonst ein Scheiß. Oh, keine Ahnung. Da lag noch einer. Ja, das war immer noch der eine da. Da, ach, Dr. Richards. Danke nochmal, dass Sie sich um meine Fehl... Gut, Major Polatili meinte, dass Sie vielleicht etwas Hilfe brauchen könnten. Angesichts der aktuellen Auslastung und der Tatsache, dass ich der Einzige mit medizinischer Erfahrung hier im Lager bin, könnte ich Hilfe gebrauchen. Haben Sie medizinische Erfahrung? Medizin 20, ja, ich habe etwas medizinische Erfahrung. Ausgezeichnet.
Wie Sie sehen, haben wir hier eine Menge verwundeter Soldaten. Ich hatte noch nicht die Zeit, mir alle anzusehen. Da Sie medizinische Erfahrung haben, könnten Sie sie bitte untersuchen und sie entsprechend behandeln. Okay. Die haben schon alle einen Leistenbruch. Ja. Aber wo sind die da? Die sehen doch irgendwie gar nicht verletzt aus. Ah, meine kleine Butterblume. Was kann ich für Sie tun? Auf Wiedersehen. Leck mich. Ich kann ihn nicht untersuchen. Du Butterblume, du. Ich kann ihn nicht untersuchen. Warum nicht? Ich klicke die an. Dann spiek nochmal mit ihm. Okay. Ah. Okay, ich bin nicht qualifiziert, Ihre Patienten zu behandeln. Sag es einfach mal. Zu schade, aber immerhin haben Sie nicht mit einem Messer rumgehackt und geschnitten. Noch so ein Arzt würde Major Politely wohl nicht verkraften. Ich werde es Major Politely mitteilen. Er will... Hä? Hä? BTF? Hätte ich die irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge anquatschen müssen. Ich habe keine Ahnung. Danke, so reden wir nochmal mit ihm. Ja, medizinische Erfahrung haben wir. Gut. Du bist eine Butterblume. Leck mich. Ich weiß ja nur. Versuch's einfach mal. Keine Ahnung. Wird dir denn irgendeiner als Quest-Ding von angezeigt? Ja, die werden mir alle angezeigt, aber irgendwie. Oh. Ja, das kannst du, oder wie? Hallo. Ja. Sie ausrauben kannst du, aber untersuchen kannst du nicht. Was muss ich denn hier machen? Du musst sie heilen, so viel weiß ich noch. Also entweder ist das ein schlechter... also entweder ist das ein schlechter Bug oder... Keine Ahnung. Den kann man nicht mehr helfen. Ich glaube, da werden sie sauer auf dich. Was? Ich hab da eine Idee. Ah. Okay, und was? Geh einfach wieder raus. Genau, ich geh mal kurz raus und wieder rein. Genau. Und lass dich nicht von ihm als Butterblume beschimpfen. Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich dir nicht helfen kann. Warum nicht? Weil ich vielleicht irgendwie vorher von der Legion verfolgt worden bin. Möglich wär's. Duck mich mal. Nee, du bist noch nicht mehr Vorsicht. Ja. Okay, geht's jetzt? Nee. Alter, was soll der Scheiß? Schweine. Die haben bestimmt Candy getötet. Bestimmt. Das ist die einzig logische Erklärung. Ja. Mhm. Hier liegt viel Fleisch drinne. Zange. Der ist das bestimmt. Ja, klar. Der steht da drauf. Skalpell. Skalpel. Das ist ein Skalpell. Skalpell. Hört sich am Instrument. Ich kann ihnen irgendwie nicht helfen. Keine Ahnung, ich klicke dir andauernd an. Naja, was soll's. Und sie sagen mir halt, dass sie nicht helfen konnten. Ja, ich... Du bist schon Verbrecher, also von daher ist es egal. Okay. Ich kann mir nicht mehr helfen. Ja, jetzt geht das. Ja, jetzt geht es, aber irgendwie keine Ahnung. Das ist ein Bug. Na, vielleicht haben sie es mit Absicht so gemacht. Um dich zu dissen. Ja, klar. Das machen sie immer. Ja, die wollen dich immer dissen. Aber nein, das läuft schon. Gut, dir, Major. Wir sind hier ein bisschen zu beschäftigt für Höflichkeits... Okay, ich bin... Ja, bin mit der Hilfe fertig. Hat mir Dr. Richards bereits berichtet. Immerhin konnten sie ihm ein wenig zur Hand gehen. Dank ihrer Hilfe stehen wir etwas besser da. Aber wir müssen uns immer noch um die Legion bei Nelson kümmern. Wenn wir Nelson zurückgewinnen könnten, würde das unsere Lage in dieser Gegend enorm verbessern und uns einen Vorteil am Hoover-Damm verschaffen. Haben Sie auch solchen Token, um Nelson zurückzuerobern? Nein! Ja, werde etwas Zeit brauchen. Und mir ist aufgefallen, ich habe jetzt kein Karma oder so bekommen, deswegen. Naja, du hast ja auch nichts gemacht. Ja, trotzdem. Okay, dann würde ich sagen, wir haben den jetzt hier ausgeholfen. Und ich meine, du bist kniffliger Verbrecher, jetzt können sie dir nichts mehr. Genau. Dann machen wir jetzt... Keine Ahnung. Ich hatte noch eine Idee. Und was? Du könntest nach Novak reisen und dann mit so einem komischen RNK-Fuzzi reden. Mit einem RNK-Fuzzi? Ja, mit so einem ehemaligen RNK-Ranger-Futzel. Okay.
Der will dann, dass du irgendwas für ihn machst und dann kriegst du dafür auch noch gutes Karma, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Du meinst Karma bei der Legion? Bei RNK. Mehr Legion Karma, RNK. Ah! Ja, wo ist denn der? In seiner, nein, da drin nicht. Bei den Hütchen da. Bei denen da vorne? Ja, bei diesen Hütchen. Das erste Hütchen, glaube ich. Das andere. Ja, da, ja, genau. Der da? Nein, das nicht. Was macht ein Prospektor hier? Keine Ahnung. Ja. Ranger Andy. Nein, Ranger Andy stand da eben bei dem einen Bungalow. Da. Ranger ja. Andy. Wer jetzt sagt das doch richtig. Gleich? Da. Was? Wir kennen okay. uns noch ja. nicht. Sie müssen neu in der Stadt sein. Ich bin Andy. Was machen Sie hier, Andy? Momentan? Da sitze ich auf meinem Hintern und zähle die Risse in meiner Zelle. Das würde ich keinem wünschen. An besseren Tagen sorge ich für Ordnung. Boone und Vargas achten auf die Straße, ich auf die Stadt. Rede mir selbst ein, dass es was bringt. Sie gehören zur RNK, oder? War bei der RNK. Damals funktionierten mein Arm und mein Bein noch besser. Ich tue immer noch gerne so, als ob ich ein Ranger wäre. Erkundige mich regelmäßig per Funk nach dem Befinden der Jungs. Manchmal kommen sie vorbei, meinen dann immer, dass sie mir ihren Respekt erweisen wollen, diese eingebildeten Bastarde. In letzter Zeit kriege ich keine Antworten mehr per Funk. Haben wohl einfach nur genug davon, mir zuzuhören, aber ich mache mir trotzdem etwas Sorgen. Teufel, wenn das einer hören würde. Ich klinge wie eine verdammte Glucke. Okay, ging es Ihnen besser, wenn ich mal für Sie nach Ihren RNK-Freunden schauen würde? Eine Station voller Ranger sollte sich doch um sich selbst kümmern können. Die Ranger sind zu weich, sie sind wahrscheinlich schon tot. Ja, schauen wir mal nach. Nein. Sie werden denken, dass ich nicht loslassen kann. Sie sind gute Soldaten. Ich traue ihnen nicht genug zu. Okay, haben Sie sich am Bein verletzt? Ja, zweimal. Beim ersten Mal war sogar meine ganze Seite hin. Musste deswegen die Ranger verlassen. Dieses Mal hat es mich nur daran erinnert, wie nutzlos ich geworden bin. Was ist passiert? Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sich Legion-Sklavenjäger in einem ausgebrannten Haus ein paar Kilometer von unserer Stellung eingenistet hatten. Wir kamen hin und alles war verlassen. Keine Spur von irgendwem. Wirklich gar nichts. Als wir gerade los wollten, hörte ich was hinter mir. Ich drehte mich um und da war dieser Junge. Nur Haut und Knochen. Er schaute mich an, fast zu Tode erschreckt. Hatte sich im Schrank versteckt. Okay, wir werden jetzt sowieso den Part beenden. Auf Wiedersehen und auf Skype ist abgekratzt. Also was soll's, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Das war Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Und ich sag auf Wiedersehen. Ciao.